Wenn jemand stirbt, dann macht man für diese Person Bittgebete. Möge Allah ihm verzeihen, möge Allah ihm vergeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies bringen. Wenn diese Person Schulden gehabt hat, begleichen, dann ist man dabei, wenn Janaza ist, das bedeutet, wenn Trauerzug ist, wenn man Begräbnis hat, dann ist man dabei. Bei Gebet, Todesgebet, Totengebet ist man dabei, da macht man Bittgebet für die Person. Das macht man. Danach, wenn jemand gestorben ist, zum Beispiel, du kannst anstatt einer Person, wenn das von Familie ist, Vater, Mutter oder so, du kannst Hajj machen, du kannst Umrah für sie machen, du kannst spenden und diese Spende machst du die Niyya, die Absicht, dass sie das bekommen. Das kannst du alles machen. Alles, was sozusagen mit Beweis da ist, dass man anstatt andere machen darf. Aber du kannst nicht zum Beispiel für sie das Gebet nachholen. Das geht nicht. Okay? Aber alles, was du nachholen kannst, das geht sozusagen oder vertreten kannst, dann ist es okay. Wallahu ta'ala ala wa ala.